Bewundert, verehrt, kritisiert, gar verachtet. Die Persönlichkeit des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn ruft bis heute die unterschiedlichsten Reaktionen hervor. Imposant und sichtbar bis heute die von ihm geschaffenen Baumonumente, wie zum Beispiel das Juliusspital in Würzburg und die Gründung der Universität. 2017 jährt sich sein Todestag zum 400. Mal. Grund für die Katholiken in Unterfranken, den bedeutenden Fürstbischof in seinen Werken und seinem Nachwirken bis heute zu beleuchten. In Ausstellungen, Fachtagungen und sogar in einem Theaterstück in Gerolzhofen haben 2017 dann Interessenten die Gelegenheit, sich ein eigenes Bild von diesem mächtigen und gläubigen Mann zu machen. Mehr Informationen im Internet unter www.echter2017.de.